Eine Gurke in Folie, Brokkoli in Plastik eingeschweißt und Beeren in der Schale sind alles Klassiker. Stellt sich die Frage, warum ist Obst und Gemüse so oft in Plastik verpackt? 20 bis 25% der Lebensmittel werden weggeschmissen, sie sind verderben. Und da kann die Verpackung einen großen Anteil leisten, dieses Produkt zu schützen. Und muss es überhaupt noch Plastik sein? Mittlerweile gibt es eine neue Methode, die nennt sich Coating. Ist das die Lösung der Zukunft? Wir haben jetzt hier die Gurken, die sind halt ohne Coating. Mhm. Hier sieht man die Gurken nach einer Woche. Oh, wow. Und man sieht, dass sie halt relativ viel Wasser verlieren. Ja. Und wenn wir jetzt ein Coating verwenden, dann können wir eben diesen Wasserverlust reduzieren. Pappe, Plastik, Coating. Welche Verpackung ist am sinnvollsten und am nachhaltigsten? Genau das finden wir jetzt raus. Obst und Gemüse wird zu 60% vorverpackt angeboten, also in Folien, Schalen und Netzen. Man spricht auch von Industrieverpackungen. 31% dieser Verpackungen sind aus Pappe oder Papier. Die meisten, 64%, sind aus Plastik. Die ganzen Verpackungen haben viele Vorteile, zumindest aus Sicht der AGVU, der Arbeitsgemeinschaft Verpackung und Umwelt. Die vertritt allerdings auch die Verpackungsindustrie sowie Handel, Entsorger und Verwerter, ist also nicht unabhängig. Herr Klepper, welche Vorteile kann denn eine Verpackung bei Obst und Gemüse bieten? Die Verpackung schützt vor allem. Sie schützt Obst und Gemüse beim Transport, im Einzelhandel, aber auch zu Hause. Und man muss feststellen, 20 bis 25% der Lebensmittel werden weggeschmissen. Sie sind verderben. Und da kann die Verpackung einen großen Anteil leisten, dieses Produkt zu schützen und damit Verschwendung zu vermeiden. Aber ist das bei jedem Obst und jedem Gemüse so? Gibt es nicht auch Sorten, wo man sagen kann, da könnte man auf die Verpackung verzichten? Bei einem Apfel zum Beispiel? Sicher, es gibt robustes Obst, das kann deutlich besser ohne Verpackung auskommen, gelagert werden. Aber es gibt natürlich auch Obstsorten wie Beeren, die brauchen einfach eine Verpackung, weil die sehr druckempfindlich sind. Also es kommt einfach drauf an. Also mir fällt zum Beispiel eine Gurke ein. Eine Gurke in der Plastikfolie ist doch eigentlich auch nicht sinnhaft, oder? Ja, die eingeschweißte Gurke ist ein typisches Beispiel. Sie hält der Erfahrung nach 3 bis 4 Tage durchaus länger. Man muss natürlich beachten, das gilt für eine Gurke, die einen langen Transportweg hat. Dort nutzt die Verpackung, das ist ökobilanziell tatsächlich auch nachweisbar, dort übertrifft der ökologische Nutzen den Aufwand der Verpackung. Die AGVU hat berechnet, dass die CO2-Ersparnis durch den verminderten Gurkenabfall 3-mal höher ist als die Emissionen für die Verpackung. Wie ein Umweltexperte diese Zahlen einordnet, dazu später. Bei Obst und Gemüse ist das vor allem dann der Fall, wenn diese Produkte eben lange Transportwege hinter sich haben, lang im Einzelhandel angeboten werden sollen. Kauft ihr Obst und Gemüse eigentlich unverpackt oder sagt ihr, naja, mir ist es schon lieber, wenn da so eine Folie drüber ist? Das interessiert mich. Schreibt mir das gerne mal hier unten in die Kommentare. Um Lebensmittel auch ohne Verpackung besser zu schützen, setzt eine große Supermarktkette hier in Deutschland mittlerweile auf sogenanntes Coating. Ein flüssiger Überzug, den man wohl weder fühlen, riechen oder schmecken kann. Was sich genau dahinter versteckt und was das bringt, will ich jetzt hier im Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie herausfinden. Du sag doch mal, was ist eigentlich Coating? Ja, also unter Coating verstehen wir einen Überzug über dem Produkt mit dem Ziel, den Verderb eben zu verlangsamen und damit die Haltbarkeit zu verlängern. Jetzt sagst du, das wird überzogen. Mit was wird es denn überzogen? Ja, also Coatings können aus ganz unterschiedlichen natürlichen Rohstoffen hergestellt werden. Schon länger wird Obst und Gemüse mit Wachs, Bienenwachs oder Schelllack, einem Harz, das Läuse ausscheiden, überzogen. Neu sind Coatings, die aus pflanzlichen Ölen oder Zucker gewonnen werden. Diese sollen noch besser wirken und weniger spürbar sein. All diese Überzüge gelten als Zusatzstoff und müssen mit einer E-Nummer gekennzeichnet werden. Wie kommt denn das dann auf so eine Gurke? Um das jetzt mal einfach zu veranschaulichen, würde man ein Produkt einfach eintauchen. Und durch Verdunstung trocknet es ab. Ja. Und die festen Bestandteile darin, die eben nicht mit verdunsten, die bleiben eben einfach an der Oberfläche haften. Okay. Und bilden dann diesen Schutzfilm. Macht das die Industrie auch so? Tunkt die? Nee, also oder? Die Industrie wird primär sprühen. Okay. Um den Ressourcenverbrauch natürlich zu minimieren. Und was macht jetzt diese Schutzschicht mit der Birne? Der verhindert, dass eben ein Stoffaustausch stattfindet mit der Umgebung. Und es reduziert zum einen
erstmal die Abgabe von Wasser. Mhm. Und zum anderen wird Sauerstoff aufgenommen und CO2 abgegeben. Und dieser Prozess wird eben auch verlangsamt. Das heißt, Vitamine, die für unsere Ernährung wichtig ist, bleiben länger erhalten. Wir haben jetzt hier die Gurken, die sind halt ohne Coating. Mhm. Hier sieht man die Gurken nach einer Woche. Oh, wow. Und man sieht, dass sie halt relativ viel Wasser verlieren. Und bei Gurken ist der Wasserverlust der Hauptgrund, warum die nicht mehr vermarktbar sind. So viel Wasser verliert eine Gurke innerhalb von 4 Tagen. Ja. Und wenn wir jetzt ein Coating verwenden, dann können wir eben diesen Wasserverlust reduzieren. Mhm. Muss man genau nachschauen. Ja, das ist weniger als die Hälfte. Ja, genau. Okay, ein Drittel ungefähr. Und dadurch können wir halt die Haltbarkeit verlängern. Eine gecoatete Birne oder Gurke wird man bei uns im Supermarkt aber noch nicht finden. Die Gesetzeslage momentan in der EU ist so, dass Coating nur bei Produkten verwendet werden darf, bei denen die Schale üblicherweise nicht mitverzehrt wird. Das heißt so Mango, Avocado, Zitrusfrüchte. Mhm. Und alle anderen Produkte, bei denen die Schale eben mitverzehrt werden kann, Äpfel, Birnen, Gurke zum Beispiel, da ist überhaupt nicht zugelassen. Okay. Der Fokus von unserer Forschung hier ist, erstmal das Potenzial zu untersuchen, um aufzuzeigen, ob es sinnvoll ist, so eine Zulassung vielleicht anzustreben, so wie es in anderen Ländern halt schon ist, in den USA zum Beispiel. Die Coatings gelten als gesundheitlich unbedenklich und würden bei einer Zulassung dann einfach mitgegessen werden. Trotzdem gibt es seit 2019 eine Deklarationspflicht. Auch weil Produkte, die mit Bienenwachs oder Shellack überzogen wurden, am Ende natürlich nicht mehr rein pflanzlich, also vegan sind. Alle Produkte mit einer Behandlung der Oberfläche erkennt ihr am Zusatz gewachst oder Überzugsmittel und der jeweiligen E-Nummer. Bei Bioprodukten ist in der EU nur das pflanzliche Carnauba-Wachs aus biologischer Herstellung zugelassen. Was ich noch nicht verstanden habe, es hält das Produkt länger frisch, aber es ersetzt ja nicht die Verpackung, oder? Die Verpackung hat ja mehrere Funktionen. Mhm. Eine Funktion ist eben, den Wasserverlust zu reduzieren. Wir haben auch Produkte, da ist die Verpackung eher ein Schutz vor mechanischer Beschädigung. Und da funktioniert ein Coating natürlich nicht. Es liegt hier auch noch ein Brokkoli. Die Frage ist, kannst du diesen Brokkoli coaten? Nee. Man muss sehr viel Coating erstmal verwenden. Das Coating läuft halt hier in die Zwischenräume und kann dann nicht abtrocknen. Dann haben wir hier zum Beispiel die gleiche haben wir bei Himbeeren. Hier würde das Coating eben einfach reinlaufen, könnte nicht trocknen. Himbeeren sind auch ein Produkt, was sehr empfindlich ist. Wir haben auch Produkte, bei denen Coating vielleicht vom Effekt her Sinn macht, aber das sich sehr schwer in den Prozess einfügt. Erdbeeren werden üblicherweise gepflückt und kommen direkt in die Schale. Mhm. Wenn man jetzt diese Erdbeeren noch mal coaten wollen würde, müsste man die wieder aus der Schale rausnehmen und hätte einen zusätzlichen Arbeitsschritt. Und jedes Mal, wenn man diese Erdbeeren anfasst, sinkt halt die Haltbarkeit, weil die auch empfindlich sind. Und das will man eigentlich nicht. Und deswegen ist es kontraproduktiv. Coatings sind also nur für Produkte geeignet, die einigermaßen robust sind und wo sich der Überzug gut auftragen lässt. Der Vorteil, es hält Obst und Gemüse länger frisch. Aber Verpackungen können dadurch kaum vermieden werden. Was bringt das Coating dann am Ende für die Umwelt? Und zu welcher Verpackung greifen wir nun am besten? Das klären wir jetzt mit Thomas Fischer von der Deutschen Umwelthilfe. Sehr schön. Das sieht doch, glaube ich, ja mal ganz gut aus. Ich finde nicht. Ja, warum denn nicht? Wir haben wunderbares Obst und Gemüse hier liegen, nur wir haben ein Problem. Zu viel Verpackungsmüll. Und vielfach unnötig. Das fängt beispielsweise hier bei den Äpfeln schon an. Diese nette, wie soll man sagen, Tragetasche für Äpfel. Wer braucht das? Das hat doch nur einen Grund. An der Kasse kann es leichter und schneller abgerechnet werden. Deshalb ist verpacktes Obst und Gemüse im Schnitt übrigens oft auch billiger als unverpacktes. Das hat die Verbraucherzentrale festgestellt. Mit vorverpackter Ware wird mehr Umsatz gemacht, da größere Mengen verkauft werden. Die AGVU hat gesagt, so eine Gurke hält vielleicht nicht so lang wie so eine Gurke. Das könnte sogar in der CO2-Bilanz besser sein mit Plastikfolie, weil dann Lebensmittelverschwendung nicht stattfindet. Häufig genug ist es so, dass Obst und Gemüse keine langen Wege macht oder auch wirklich nur kurz im Ladenregal liegt und gar nicht mehrere Tage, sondern nur einen Tag. Und dann brauchen Sie eigentlich diese Folie auch nicht. Wenn Sie Äpfel oder Spargel aus Chile oder aus Australien importieren, und die wochenlang unterwegs sind, dann sind häufig Verpackungen notwendig. Aber vielleicht ist dann auch schon
die Art und Weise der Produktion und die Verschiffung um die halbe Welt gar nicht der richtige Ansatz. Da wäre dann mein Lieblingsbeispiel ein regionaler Brokkoli, heimischer Brokkoli. Da macht diese Folie also wirklich keinen Sinn oder hält er dann doch im Kühlschrank ein bisschen länger, weil er eingepackt ist? Diese ganzen Produkte, die wir sehen, liegen in der Regel, das muss man sich bewusst machen, einen Tag in der Regel in den Produktregalen und hier bei dem Brokkoli, den können Sie in den Kühlschrank packen und dort wird er ohnehin gekühlt und ist mehrere Tage haltbar und da brauchen Sie die Folie nicht. Das ist ein Klassiker. Beeren, die sind auch sehr druckempfindlich zum Beispiel. Macht's hier Sinn? Für bestimmte Produkte, gerade für diese ganz kleinteiligen Sachen, die sehr druckempfindlich sind, braucht man tatsächlich Verpackung. Jetzt haben wir hier eine Pappverpackung. Wir haben Pappe mit Folie oder wir haben eben Trauben, die nur in Folie sind. Und es gibt auch noch Papier. Gibt's da so eine Rangordnung? Was ist besser, was ist schlechter? Papier ist nicht per se besser. Das muss man mal klarstellen, weil der Gedanke, Papier wird aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und so schlimm kann es doch dann gar nicht sein. Von diesem Gedanken müssen wir uns aber auch verabschieden. Pappe herzustellen verursacht große CO2-Emissionen. Warum? Es wird viel Wasser eingesetzt, es wird viel Chemie eingesetzt und am Ende ist Papier schwerer und dicker als Kunststoff, um dieselbe Reißfestigkeit zu haben. Außerdem darf bei direktem Lebensmittelkontakt nur Pappe und Papier aus Frischfasern verwendet werden. Altpapier müsste aus hygienischen Gründen beschichtet sein. Das erschwert dann aber wieder das Recycling im Nachgang. Trotzdem, der Naturschutzbund NABU hat berechnet, dass eine solche dünne Pappschale besser ist als eine feste Plastikschale. Generell gilt, je leichter die Verpackung und je weniger verschiedene Materialien verbunden sind, desto besser. Am allerbesten wäre es aber natürlich, Obst und Gemüse ganz ohne Verpackung zu kaufen. Jetzt gehe ich in den Supermarkt hin, hole diese dünnen Hemdchenbeutel, packe meinen Apfel da rein, eventuell Etikett von der Waage drauf und gehe zur Kasse. Ist das besser? Die Tüte ist gar nicht notwendig. Das, was viele faktisch jeden Tag oder auch beim geplanten Einkauf am Wochenende machen, nämlich Mehrwegtragetaschen mitnehmen, zum Beispiel den Baumwollbeutel, das funktioniert hier oder ganz genau. Sie haben es da auch aus Kunststoff Mehrwegnetze. Das heißt, diese Einwegvariante, die Sie da gerade in der Hand haben, 3,8 Milliarden sind es pro Jahr in Deutschland von diesen Tütchen. Das ist gar nicht notwendig. All die Vorteile, die die Industrieverpackungen haben, also längere Haltbarkeit oder Schutz beim Transport in den Supermarkt, fallen hier schließlich weg. Der Experte rät deshalb, wenn schon Tüte, dann wenigstens Mehrweg. Wie oft muss ich denn so ein Mehrwegnetz nutzen, damit es sich quasi lohnt im Vergleich zum Einweg? Diese Mehrwegnetze, die sind nicht viel schwerer als diese Einwegtüten. Und insofern können Sie die 4 bis 5 Mal wiederverwenden und dann haben Sie den ökologischen Rucksack aus der Herstellung abgebaut. Aber der Anspruch sollte natürlich sein, 100-fache Wiederverwendung so oft wie möglich. Laut einer Erhebung der Deutschen Umwelthilfe wird in Supermärkten und Discountern besonders Bio-Obst und Gemüse häufig verpackt. Der Grund dafür laut den Märkten, damit es von Nicht-Bio-Ware unterschieden werden kann. Ein neues Konzept, das zu umgehen? Sogenanntes Natural Branding. Dabei wird das Bio-Logo einfach in die Schale gelasert. Was ist denn davon zu halten? Sie müssen hier jede einzelne Frucht lasern und labeln. Und wenn Sie das räumlich etwas separieren, in der Obst- und Gemüseabteilung, dann kriegen Sie das auch ohne Branding hin. Das ist nett, das kann man in Einzelfällen machen, aber jede einzelne Frucht zu branden, verbraucht auch zu viel Energie. Und wie gesagt, es ist die Frage, ob das notwendig ist. Ein weiterer Nachteil beim Branden, nicht alle Produkte sind dafür geeignet. Hat das Obst und Gemüse eine weiche Schale, kann die Haltbarkeit dadurch vermindert werden. Und bei Zitrusfrüchten würde das Branding einfach wieder zuwachsen. Es gibt ja mittlerweile auch noch, das ist zum Beispiel hier bei diesen Avocados der Fall, ein Coating soll das Lebensmittel ein bisschen schützen und auch länger haltbar machen. Aber ich frage mich bei dem Coating auch, es braucht ja auch Energie. Gibt es da schon irgendwie eine CO2-Bilanz dazu? Genau, Ökobilanzen dazu gibt es nicht. Allerdings müssen Sie, und da haben Sie völlig recht, Ressourcen einsetzen. Und es muss ja auch jede einzelne Frucht behandelt werden. Das sind ja dann im Zweifelsfall viele Milliarden Früchte, die so behandelt werden. Und im Endeffekt werden dann wieder viele Ressourcen eingesetzt. Es ist Energie notwendig, zusätzliche Arbeitsschritte. Wie gesagt, vielfach
liegen Früchte, insbesondere auch Avocados, nicht wochenlang bei den Leuten zu Hause rum und brauchen dann am Ende gar kein Coating, weil sie schnell konsumiert werden. Also das Fazit ist relativ kurz und ist auch nicht wirklich überraschend. Nach wie vor gilt, Obst und Gemüse kaufen wir am besten ohne Verpackung. Ganz gut geht das bei Ware aus der Region. Auch das Coating ersetzt Stand heute keine Verpackung. Es kann aber Lebensmittel etwas länger frisch halten. Hat euch dieses Video gefallen? Dann freuen wir uns immer, wenn ihr uns einen Daumen nach oben gebt. Und wenn ihr gleich weiterschauen wollt, dann klären wir hier mal die Frage, ist die Avocado eigentlich so schlecht wie ihr Ruf? Wir bleiben bei Obst und Gemüse, ihr merkt schon. Und Äpfel, welche sind die nachhaltigsten? Das klären wir hier. Viel Spaß beim Gucken, bis zum nächsten Mal.